Heutzutage ist die ganze Welt ein Schlachtfeld. In der afrikanischen Savanne kämpfen Löwenrudel gegen Hyänenclans, Alligatoren treffen in Sümpfen auf Würgeschlangen, selbst im eigenen Garten duellieren sich Spinnen mit Hundertfüßern und riesige Ameisenkolonien liefern sich die brutalsten Kriege der Welt. Und das waren nur ein paar wenige Beispiele. Wie man sieht, kommt es überall zu gefährlichen Kämpfen. Und das schon seit extrem langer Zeit. Als sich vor mehr als 500 Millionen Jahren die ersten fleischfressenden Tiere entwickelten, traten sie erstmalig in Konflikt. Und als dann die ersten Beutetiere Verteidigungsmechanismen entwickelten, fing der Kampf der Tiere an. Seitdem ist eine lange Zeit vergangen und in diesen 500 bis 600 Millionen Jahren kam es zu so vielen Kämpfen. Im heutigen Video werden wir uns 12 der heftigsten Kämpfe der Urzeit ansehen. Wir fangen mal mit dem wohl bekanntesten Tierkampf überhaupt an, der vielleicht sogar bekannter ist als alle heutigen Tierkämpfe. Und das ist selbstverständlich der Kampf zwischen Tyrannosaurus Rex und Triceratops, der vor 56 Millionen Jahren in Nordamerika stattfand. Die enorme Bekanntheit dieses Kampfes liegt wahrscheinlich daran, dass diese beiden Dinosaurier neben dem Brachiosaurus die bekanntesten Dinosaurier überhaupt sind. Es gibt zwar Wissenschaftler, die der Meinung sind, dass der Triceratops gar nicht kämpfen konnte, die Mehrheit ist aber dafür, und das aus dem simplen Grund, dass es klare Beweise dafür gibt. So kann man an Fossilien des Triceratops Spuren sehen, die auf Hörner anderer Triceratopse zurückzuführen sind. Also wurden seine Hörner auf jeden Fall im Kampf eingesetzt. Man findet auch manchmal Spuren von Raubtieren an den Fossilien dieses Dinosauriers, das ist aber eher selten, weshalb man annimmt, dass die fleischfressenden Dinosaurier diesem Tier vermutlich lieber aus dem Weg gingen. Und das auch zu Recht, denn die extrem langen Hörner des Triceratops waren extrem gefährlich. Auf der anderen Seite stand der bekannteste aller Dinosaurier, der Tyrannosaurus Rex. Der Biss dieses Dinosauriers war extrem gefährlich, denn er hatte sowohl die längsten Zähne als auch die höchste Beißkraft aller Dinosaurier. Normalerweise jagte er Hadrosaurier, wenn es aber keine gab, konnte es auch sein, dass er sich mit dem Triceratops anlegte. Allerdings hatte er hier wohl viele Probleme, denn normalerweise erledigte er seine Beute mit Bissen in den Nacken. Der Triceratops hatte aber eine Krause, die ihn davor schützte. Es haben sich bereits mehrfach Wissenschaftler die Frage gestellt, wer diesen Kampf gewinnen würde. Dabei kamen sie aber immer zum selben Ergebnis, und zwar, dass der Triceratops gewinnt. Da dieser einfach viel besser verteidigt war, ebenfalls tödliche Waffen hatte und auch noch einen Vorteil bei der Geschwindigkeit besaß, zumindest wenn die Theorie, dass Triceratopse galoppieren konnten, wirklich wahr ist. All das macht ihn zum Favoriten in diesem Kampf. Mehr als 200 Millionen Jahre vor diesem ikonischen Kampf ereignete sich ein anderes Duell. Vor 300 Millionen Jahren im Karbon lebte Afropleura in Nordamerika und Europa. Neben Jekyllopterus war das mit einer Länge von 2,5 Metern der größte Gliederfüßer aller Zeiten. Und auch wenn dieser riesige Tausendfüßler wie ein hirnfressendes Alien aussieht, war er ein Pflanzenfresser. Seine kräftigen Kiefer waren aber trotzdem sehr starke Waffen und er war auch noch sehr schwer gepanzert. Die letzten 300 Millionen Jahre über hatten wirbellose Tiere die klare Dominanz gegenüber Wirbeltieren. Zu dieser Zeit setzten sich die Wirbeltiere aber erstmalig durch. Im Wasser dominierten Fische schon eine Weile, aber auch an Land begann nun die Herrschaft der Wirbeltiere. Speziell die Amphibien gehörten zu dieser Zeit zu den größten und stärksten Tieren der Welt. Tiere wie der Eriops konnten sogar dem Afropleura gefährlich werden. Aber auch solche wie Pterogyrinus waren alles andere als harmlos. Kämpfe zwischen den Amphibien und Afropleura wären bestimmt ziemlich spannend. Ich würde mein Geld aber auf den Afropleura setzen, vor allem da ihn seine Panzerung sehr gut schützen konnte. Einige Zeit später begann die Herrschaft der Säugetiere, die bis heute anhält. Dabei machen Säugetiere weniger als 1% aller Arten aus. In der Vergangenheit duellierten sich aber auch noch viele andere Säugetiere. Im Miozän vor 15 Millionen Jahren war eines der gefährlichsten Deodon. Das war der größte Vertreter der Entylodontide. Sein riesiges Maul war in einem Kampf bestimmt ziemlich hilfreich. Mit einem Gewicht von 600 Kilogramm bis zu einer Tonne war dieses Tier auch viel größer als heutige Bären. Deodon war zwar ein aktiver Jäger, konnte aber anderen Tieren auch die Beute stehlen. Später trat dann aber ein Gegner auf, der selbst für Deodon zu gefährlich war. Der Bärenhund. Bärenhunde hatten die Krallen von Bären, die Beweglichkeit von Katzen und das Maul von Hunden. Es gab kleinere Arten von Bärenhunden, die die Größe von Füchsen besaßen. Die größte Art war aber Amphikion. Mit 400 bis 600 Kilogramm stellte dieser sogar Eisbären in den Schatten. Er war aber trotzdem ein gutes Stück kleiner als Deodon. In einem 1 gegen 1 Kampf hätte er wahrscheinlich auch den kürzeren gezogen. Allerdings kam er auch mal zu zweit oder zu dritt vor. Dagegen hätte selbst ein großer Deodon schlechte Karten.
Ein Kampf dieser beiden Tiere wäre bestimmt ein Spektakel und trotz Größenunterschied sehr spannend. Heute ist Nordafrika ein sehr trockenes Gebiet voller Wüsten. Vor 100 Millionen Jahren war es aber ein feuchtes Sumpfgebiet. Damals lebte hier eines der gefährlichsten Tiere aller Zeiten. Und zwar das riesige Krokodil Sarcosuchus. Mit 12 Metern Länge und 8 Tonnen Gewicht übertraf er die meisten Raubsaurier. Wahrscheinlich machte Sarcosuchus sogar Jagd auf Dinosaurier. Er teilte sich seinen Lebensraum aber mit einem der größten fleischfressenden Dinosaurier überhaupt. Und zwar mit dem Carcharodontosaurus. Damals war dieser wahrscheinlich neben seinem Verwandten, dem Giganotosaurus, das stärkste Landraubtier der Welt. Mit einer Länge von 13,5 Metern, einer Höhe von 5 Metern und einem Gewicht von 8 Tonnen war er eines der größten Landraubtiere aller Zeiten. Und er übertraf sogar den Tyrannosaurus Rex. Seine messerartigen Zähne waren ähnlich wie bei Haien gezackt. Deshalb passt auch der Name Carcharodontosaurus, denn er bedeutet so viel wie Haizahnechse. Während Carcharodontosaurus mit seinen Zähnen durch Fleisch schnitt, waren die von Sarcosuchus dafür gemacht, Knochen zu zerbrechen und Beute festzuhalten. Und er hatte auch eine enorme Beißkraft, die sogar noch deutlich stärker war als die vom Tyrannosaurus. Beide Tiere ernährten sich von derselben Beute und traten aus diesem Grund wahrscheinlich auch öfters mal in Konflikt. Und ich muss ja natürlich gar nicht erwähnen, dass ein solcher Kampf natürlich extrem spannend wäre. Auch in Deutschland gab es einst heftige Urzeitduelle. Der Höhlenbär war ein Tier, neben dem all seine heutigen Verwandten winzig aussehen würden. Männchen konnten 600 Kilogramm wiegen und besonders große Exemplare erreichten ein Gewicht von einer Tonne. Wie der Name dieses Tier schon sagt, zogen sich diese Tiere während des Winters in Höhlen zurück, wo auch die meisten Fossilien gefunden wurden. Man könnte davon ausgehen, dass wir hier einen tödlichen Jäger haben, aber der Höhlenbär war ein Pflanzenfresser. Er konnte sich mit seinen Krallen und Zähnen aber trotzdem gut verteidigen. Er teilte sich aber seinen Lebensraum mit einem der gefährlichsten Jäger, Panthera leospilea, besser bekannt als Höhlenlöwe. Höhlenlöwen wurden manchmal sogar noch größer als Tiger. Sie erreichen eine Länge von 2,5 Metern und ein Gewicht von 340 Kilogramm. Man hat Fossilien von Höhlenbären und Höhlenlöwen in denselben Höhlen gefunden. Und es gibt sogar Spuren, die auf einen Kampf der zwei Tiere hinweisen. Der Höhlenbär hätte aufgrund seiner Größe einen richtigen Kampf am Ende wahrscheinlich gewonnen. Aber mit einem Überraschungsangriff könnte auch der Löwe siegen. Das ist schließlich die Spezialität von Katzen. Dabei war der Höhlenbär aber gar nicht der größte Bär aller Zeiten. Das war der amerikanische Kurznasenbär. Normale Exemplare des Kurznasenbärs waren bereits größer als die allergrößten Höhlenbären. Mit über einer Tonne war das hier das größte fleischfressende Landsäugetier aller Zeiten. Auf den Hinterbeinen stehend war dieser Bär 4 Meter hoch und er hatte eine viel höhere Beißkraft als heutige Bären. Anders als der Höhlenbär war der Kurznasenbär ein aktiver Jäger und er machte auf verschiedene Tiere Jagd. Aber es gab auch sehr wehrhafte Beutetiere in seinem Umfeld, zum Beispiel Bison latifrons, eines der größten Rinder aller Zeiten. Mit einer Länge von 5 Metern, einer Höhe von 2,5 Metern und einem Gewicht von 2 Tonnen liegt dieses Tier größentechnisch genau zwischen heutigen Bisons und großen Nashörnern. In einem offenen Kampf wäre es für den Bären nicht leicht, mit dem Bison fertig zu werden. Die riesigen Hörner stellten auch eine gewisse Gefahr dar, obwohl sie durch ihre Breite nicht optimal platziert waren, um im Kampf nützlich zu sein. Was dem Bison aber zum Verhängnis werden würde, ist seine mangelnde Intelligenz. Der amerikanische Bison ist bekannt für seine Dummheit und ist sich zudem der eigenen Stärke nicht bewusst. Deshalb fliehen mehrere Tiere zum Beispiel auch vor Wölfen, obwohl sie die gemeinsam eigentlich besiegen könnten. Bären greifen auch noch heute Bisons an. Dabei überraschen sie die Tiere von hinten und sind so von Anfang an in einer dominanten Position. Allerdings wehren sich die Bison selbst, wenn sie angegriffen werden, manchmal gar nicht. In einem Clip kann man sehen, wie ein Bison einfach langsam weitergeht, während der Bär es pausenlos attackiert. Es wehrt sich kaum und macht im Prinzip einfach gar nichts, bis es dann schließlich erledigt wird. Das Urzeitbison ist zwar deutlich größer, aber das gilt auch für den Kurznasenbären, weshalb ich denke, dass diese Bestie solche Kämpfe deutlich öfter gewonnen hat. Der gigantische Urzeitbison hätte zwar die Möglichkeit zu gewinnen, aber wahrscheinlich trotzdem die gleichen Schwächen wie ein heutiger Bison. Auch im Wasser gab es schon oft heftige Kämpfe. Häufig waren Haie in diese involviert. Einer der größten Haie aller Zeiten war Cretoxyrhina oder auch Ginsu-Hai. Der Ginsu-Hai erreichte eine Länge von 8 Metern bei einem Gewicht von 5 Tonnen. Er war in der Kreidezeit eines der gefährlichsten Raubtiere überhaupt. Und selbst große Plesiosaurier wurden von diesem Mega-Hai gejagt. Manchmal wagte er aber auch die Jagd auf gefährlichere Raubtiere. Darunter war zum Beispiel der Thylosaurus, der ebenfalls ein Jäger war.
Dieser Mosasaurier war durch seinen schlangenartigen Körper ziemlich wendig und mit 14 Metern Länge und 8 Tonnen Gewicht ebenfalls ein Top-Predator. Ein Kampf der beiden Tiere wäre bestimmt ziemlich knapp und auch spannend. Die Gebisse der zwei unterscheiden sich aber sehr stark voneinander, denn während die Zähne des Ginsuhais dafür gemacht waren, durch Fleisch zu schneiden, waren die des Tylosaurus besser zum Zerdrücken geeignet. Und gerade dieser Unterschied könnte diesen Kampf auch so interessant machen. Einer der bekanntesten Zeitabschnitte, die es jemals gab, ist wohl das Pleistozän oder auch Eiszeit. Vor 40.000 Jahren war Australien genau wie heute extrem heiß, deshalb war es das perfekte Gebiet für Reptilien. Megalania war die größte Echse aller Zeiten. Dieser Varan hatte nicht nur ein beeindruckendes Gebiss, sondern auch ein Gift. Früher dachte man, dass Varane extrem gefährliche Bakterien in ihrem Maul tragen. Man hat aber herausgefunden, dass sie tatsächlich über Giftdrüsen verfügen. Megalania war mit einer Länge von 7 Metern und einem Gewicht von über einer Tonne größer als ein Leistenkrokodil und der absolute Top-Predator in Australien. Es gab aber auch andere gefährliche Tiere in ihrem Umfeld. Zum Beispiel Quincana, ein landlebendes Krokodil. Einer der tödlichsten Rivalen von Megalania war ein Tier namens Thylacoleocanifex, besser bekannt als Beutellöwe. Er erinnert zwar stark an Katzen, war aber näher mit Wombats oder Koalas verwandt. Er hatte auch ein anderes Gebiss und eine höhere Beißkraft als echte Katzen. Thylacoleo lauerte seiner Beute auf Bäumen auf, um sich dann auf sie zu stürzen und sie mit Bissen in den Hals zu erledigen. Größentechnisch war er mit einem Jaguar vergleichbar, damit lag er aber weit hinter Megalania. Selbst wenn er Megalania von oben angegriffen hätte, würde er vermutlich verlieren. Megalania hatte nämlich neben ihrem Maul auch noch eine andere Waffe. Und das war ihr Schwanz, den sie als Peitsche einsetzen konnte. Damit konnte sie den Thylacoleo einfach von ihrem Rücken stoßen und dann würde ein einziger Biss schon ausreichen, um den Kampf zu beenden. Weshalb Megalania natürlich der ganz klare Favorit in diesem Kampf wäre. Nun gehen wir mal wieder ins Wasser. Der größte Hai aller Zeiten darf natürlich auch nicht fehlen. Otodus Megalodon war mit 15 Meter Länge und 30 Tonnen Gewicht größer als alle anderen Haie, die jemals existiert haben. Seine Zähne waren so groß wie eine menschliche Hand und er trug jahrelang den Titel für die stärkste Beißkraft aller Zeiten, bis er diesen kürzlich am Pliosaurus Funkei abgeben musste. Megalodon hat gerne riesige Wale gejagt, Bartenwale konnten sich auch nicht großartig wehren. Es gibt aber bekanntlich auch Zahnwale, heutzutage ist er mit Abstand stärkste Wal, der Pottwal. In einem 1 gegen 1 Kampf gäbe es keinen würdigeren Gegner für dieses Tier. Pottwale sind normalerweise aber ziemlich friedlich. Sie haben aber ausgestorbene Verwandte, die zur Zeit von Megalodon die Ozeane regierten. Der gefährlichste von allen war wahrscheinlich Brygmophysita shigensis. Mit einer Länge von 7 Metern wirkt dieser Wal zwar weniger groß, aber er war wahrscheinlich trotzdem deutlich gefährlicher als Megalodon es hätte jemals sein können. Denn Brygmophysita lebte in der Gruppe. Selbst ein großer Megalodon hätte gegen eine Gruppe von Brygmophysetern wahrscheinlich gar keine Chance. Brygmophyseta war damals die absolute Spitze der Nahrungskette und er hat wahrscheinlich sogar Jagd auf Megalodon gemacht. Ein solcher Kampf wäre wahrscheinlich extrem aufregend und ich frage mich, wie viele dieser Wale es braucht, um einen einzelnen Megalodon zu besiegen. Einige Millionen Jahre nach dem Aussterben der Dinosaurier entwickelte sich eine andere Kreatur in Südamerika, die Titanoboa. Sie gilt mit 13 Meter Länge und 1,1 Tonnen Gewicht als größte Schlange aller Zeiten. Sie jagte teilweise große Krokodile wie Anthracosuchus, der genauso groß wurde wie ein heutiger Mohrenkaiman, der natürliche Feind der berüchtigten Anaconda. Aber auch die Titanoboa musste sich vor einigen Tieren fürchten. Eines der gefährlichsten Tiere im Umfeld der Titanoboa trägt den Namen Carbonemis und war die größte Landschildkröte aller Zeiten. Mit einem Gewicht von ebenfalls 1,1 Tonnen war Carbonemis sogar noch größer als Leistenkrokodile. Die Schildkröte war ein aktiver Jäger und konnte überraschenderweise sogar ziemlich schnell laufen, war außerdem ein guter Schwimmer und hatte eine hohe Beißkraft. Auch er machte Jagd auf Krokodile wie Anthracosuchus, aber auch viele andere Tiere wurden von dieser Schildkröte in Angst und Schrecken versetzt. Was den Carbonemis aber von der Titanoboa abgrenzte, war seine Panzerung, die ihn perfekt schützen konnte. Würgeschlangen wie Titanoboa haben keinerlei Möglichkeiten, einen Schildkrötenpanzer zu durchbrechen. Denn während Krokodile nur am Rücken gepanzert sind, haben Schildkröten eine Rüstung am ganzen Körper, was kaum Spielraum für eine Schlange lässt. Aus diesem Grund kann eine Würgeschlange hier nicht würgen und andere Waffen hat sie nicht, weshalb der Carbonemis hier klar gewinnt. Am Anfang hatten wir ja wohl den ikonischen Urzeitkampf zwischen dem Tyrannosaurus und dem Triceratops. Das hier könnte aber vielleicht der zweitikonischste Urzeitkampf sein, was wahrscheinlich wieder daran liegt, dass die Kontrahenten in diesem Kampf zu den bekanntesten Tieren aller Zeiten gehören. In der Jurazeit vor 150 Millionen Jahren war der berühmte Stegosaurus weltweit verbreitet. Er setzte im Kampf wahrscheinlich die Stacheln an seinem Schwanz ein, was aber noch nicht zu 100% geklärt ist.
Mit einem Gewicht von 5,3 bis 7 Tonnen war er größer als alle heute lebenden Landtiere. Sein Kontrahent in diesem Kampf war nach dem Tyrannosaurus wahrscheinlich der bekannteste fleischfressende Dinosaurier. Die Rede ist hier vom Allosaurus. Dieser Dinosaurier war während der Jurazeit eines der größten Raubtiere. Seine extrem scharfen Zähne wären in einem Kampf mit dem Stegosaurus äußerst hilfreich. Ich selbst sehe hier den Stegosaurus aber etwas weiter vorne, zumindest wenn er seine Stacheln im Kampf einsetzen konnte. Das waren bereits einige heftige Kämpfe, die vielleicht wirklich mal stattfanden. Es gibt allerdings noch eine Art Mutter aller Tierkämpfe. Am Anfang des Videos wurde ja gesagt, dass das Ganze vor mehr als 500 Millionen Jahren angefangen hat. Aber was waren das denn für Kämpfe? Eines der dominantesten Raubtiere im Kambrium vor 510 Millionen Jahren war der 5,7 cm lange Opabinia. Mit seinen 5 Augen hatte er einen perfekten Rundumblick von 360 Grad. Als Waffe diente ihm ein Rüssel mit einer Art Greifer am Ende. Opabinia war wahrscheinlich auch ein agiler Schwimmer, der in den Ozeanen dieser Welt als eines der ersten Raubtiere sein Unwesen trieb. Gleichzeitig gab es in seinem Umfeld auch eines der ersten Beutetiere mit Verteidigungsmechanismen. Hallucigenia war mit 5,5 cm ähnlich groß wie Opabinia. Er hatte spitze Stacheln auf seinem Rücken, die ihn sehr gut schützen konnten. Zudem war Hallucigenia auch eines der ersten Tiere, welches ein Maul mit scharfen Zähnen hatte. Wer bei diesem Kampf gewinnen würde, kann man nicht so einfach sagen. Vielleicht wäre das ja sogar was für ein Wer-würde-gewinnen-Video. Denn auf jeden Fall ein paar interessante Kandidaten dafür. So, das waren die heftigsten Urzeitkämpfe, die wirklich mal stattgefunden haben oder die zumindest stattgefunden haben könnten. Falls euch das Video gefällt, kommt vielleicht noch ein zweiter Teil, denn es gibt noch so einiges an weiteren Kombinationen, die möglich wären. Kennt ihr vielleicht noch andere Kämpfe dieser Art? Und was meint ihr, wer beim jeweiligen Kampf aus dem Video gewinnen würde? Schreibt es in die Kommentare und macht's gut. Ich hoffe, ihr habt mal wieder was gelernt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.